Hallo Leute, willkommen zu der dritten Episode von unserem Car-Podcast. Heute etwas anders, wie ihr schon seht. Wir sind draußen in der Natur. Ich bin hier mit dem Hauke Fischer. Hi Hauke. Hey. Schön, dich hier zu haben. Danke, ich bin auch froh, hier zu sein. Nice, nice. Ich war neulich in Wien einen Freund besuchen, habe dabei den Hauke an einem abendlichen Gespräch getroffen. Wir haben über Gott und die Welt geredet. Und dann hat sich herausgestellt, dass der Hauke eine Wahnsinns-Story hat, ein sehr interessantes Erlebnis. Das war eine Trekking-Tour für circa eine Woche im Norden von Schweden in einem Nationalpark namens Sarek. Wir hatten uns gedacht, das muss einfach in einen Podcast, das muss die Welt einfach erfahren. Die Leute wundern sich bestimmt, warum hast du das gemacht? Wie hat das Ganze angefangen? Wo kam die Idee her? Und ja, wo war der Anfang? Also ich sehe viele Menschen, die sehr idealistisch sind. Und ich selber bezeichne mich auch als Idealist. Ich bin ein Mensch, der möchte einen positiven Einfluss auf die Welt haben. Aber ich sehe, dass viele Leute, die älter werden, genau das nicht tun. Die kommen dann in Alltagssituationen rein und der Alltag nimmt Überhand, die Ideale gehen weg und viele Menschen landen nicht da, wo sie gerne gelandet wären. Und eine Frage, die ich mir seit sehr langer Zeit gestellt habe, wie kann ich vermeiden, dass mir das nicht passiert? Ich möchte ein Mensch werden, der seine Ziele erreicht. Und eine Sache, die für mich persönlich eine Erkenntnis, die mir ganz klar geworden ist, es ist nicht wichtig, wie sehr man sich etwas wünscht, das ist auch wichtig. Ich sag mal, es ist nicht das Wichtigste, aber was wirklich sehr essentiell ist, ist, was für einen Charakter hat man. Deswegen habe ich meine Sicht auf Herausforderungen, meine Sichtweise auf Missstände total geändert und habe einfach gelernt, ich möchte ganz bewusst in eine sehr schwere Situation reingehen und ich wollte mich ganz bewusst in die äußerlichst schwerste natürliche Situation begeben, die ich so finde. Und ich habe mich informiert, was ist die letzte Wildnis in Europa, beziehungsweise was ist die wildeste Wildnis in Europa und bin so auf den Sarek gekommen. Und mein Ziel war es einfach, wirklich vor Herausforderungen gestellt zu werden. Also der Sarek ist bekannt dafür, man sollte da eigentlich ohne Erfahrung nicht alleine reingehen. Normalerweise geht man da mit mehreren Personen rein, aber ich habe mich auch bewusst dazu entschieden, alleine da reinzugehen. Ich wollte wirklich mit Herausforderungen konfrontiert werden und ich wollte da durchgehen und ich wollte mir selber beweisen und auch einen Charakter entwickeln, wo ich sagen kann, mir ist es egal, was das Leben mir zuwirft. Ich werde deswegen nicht von meinem Weg abweichen, ich werde nicht von meinen Idealen abweichen. Es ist mir egal, was passiert. Und für solche Sachen gehe ich freiwillig durch solche Situationen. Ja. Dein Plan war, den Sarek zu durchqueren oder was wolltest du machen? Genau, also im Sarek, der Sarek hat ein Zentrum, das nennt sich Skaja. Und da gibt es eine Notstation mit einem Telefon, wo du einen Helikopter rufen kannst, wenn es ernst wird. Und das war mein Ziel gewesen. Und ich wollte halt durch die Gebirge gehen. Also du hast dich sicherlich vorbereitet, ne? Ja, natürlich. Ja, also es hat viel Vorbereitung. Die Vorbereitung hat sich sicher 4 bis 6 Wochen erstreckt insgesamt. Ich meine, du brauchst natürlich eine gewisse Ausrüstung, aber ich habe sehr gründlich recherchiert, wie trackt man richtig, was braucht man zum Tracking, was sind die Gefahren. Und ich habe einen Wanderführer gekauft, speziell für den Sarek, habe geguckt, was für Herausforderungen gibt es explizit im Sarek. So ein Buch, so ein Wanderführer, ne? Genau, ich habe einen Wanderführer, den habe ich... Ist dabei sogar. Okay. Das war mein Wanderführer, der ist mittlerweile, klar, der ist mittlerweile relativ nass, weil ich ihn oft im Regen dabei gehabt habe. Und das ist halt von einem erfahrenen Tracker, der auf dem Sarek war. Und ja, ich habe einfach gründlich recherchiert. Und das ist wirklich das Wichtigste. Man muss sich auskennen. Davon hängt ab, ob man gut und heil wieder rauskommt oder ob man nicht gut und heil wieder rauskommt. Hast du Angst gehabt? Die Angst, würde ich sagen, ist erst im Laufe der Erfahrung gekommen. Okay, wenn es dann losging. Ja, also es war für am Anfang, muss ich sagen, hat es eine ganze Weile gebraucht. Es hat sich nicht sehr nah angefühlt, obwohl ich mich vorbereitet habe. Das Gefühl, wirklich da zu sein, kam eigentlich erst, als ich wirklich schon weit im Norden von Schweden war. Dann habe ich irgendwann mal aus dem Zug geguckt. Und dann ist das erste Mal so die Aufregung hochgekommen. Da war ich schon mehr oder weniger fast da. Und da habe ich dann rausgeguckt und gedacht, wow, okay, jetzt wird's ernst. Und davor hatte ich einfach nie so ein Gefühl gehabt. Das war alles so, es hat sich so, keine Ahnung, so surreal angefühlt. Aber dann war es einfach, okay, jetzt geht's los. So, ich bin seit etwa einer halben Stunde angekommen, vor einer halben Stunde angekommen mit dem Bus. Das ist jetzt der letzte Weg, den ich gehe. Da werde ich morgen durch
diese recht gebirgigen Landschaften mich durchbewegen müssen. Und das ist jetzt gerade so der Rand der Zivilisation, wo ich stehe. Ich war ein bisschen vorbereitet, aber ich habe am ersten Tag schon gemerkt, okay, man kann viel lesen, aber da zu sein ist einfach was anderes. Ja. Ich bin da lang gegangen und es kamen einfach viele Hindernisse, mit denen ich einfach nicht gerechnet habe. Kilometerweit Felder, wo du vielleicht so große Blöcke hast, musst da drüber balancieren. Ja. Und das ist wirklich ein Balancieren. Also ich hatte Trekkingstöcke dabei, mit denen musste ich dann immer mich abstützen und gucken, okay, zum nächsten Stein gehen, ohne dass ich halt hinfalle oder sowas. Und man muss, ich habe das noch nicht dazu gesagt, aber ich hatte 25 Kilo Gepäck bei mir. Also ich hatte einen 100 Liter Rucksack, der ist dann etwa so groß. Man sieht also alles mit Felsblöcken voll. Ja, deswegen ist einer der Gründe, warum ich zurückgehe. Das soll noch kilometerweit so weitergehen. Ganz ungefährlich ist das sicher auch nicht. Ja, ich habe viel nachgedacht und ich muss sagen, ich habe wirklich extrem Angst gekriegt, weil ich hatte ernsthaft Angst. Ich hatte wegen zwei Sachen wirklich Angst. Das eine war mal, dass ich wegen dem Regen auf den Blöcken abrutsche. Es war einfach wirklich extrem schwer, darüber zu balancieren. Und ich hatte Angst, dass ich abrutsche und ernsthaft mein Bein breche. Und das war nicht einfach so, ja, eine irrationale Angst. Es war wirklich schwer, darüber zu gehen. Und ich hatte verdammt viel Gepäck und konnte nur mit Stöcken überhaupt noch balancieren. Und wenn du da einmal abrutscht und auf einem fetten Steinblock und dir zwischen zwei Steinblöcken dein Bein einquetscht mit über 25 Kilo Gepäck am Rücken, dann... Das wär's gewesen, ne? Dann ist das Bein halt weg, ne? Ja, ja. Dann habe ich mein Zelt dann irgendwann mal aufgebaut und in der Nacht hat's extrem geschüttet. Oh, ja. Es hat wirklich geregnet und ich hatte wirklich Angst, dass mein Zelt nicht dicht ist. Mhm. Und ich hatte Glück gehabt. Ich meine, mir sind auch mehrmals die Heringe rausgeflogen aus dem Zelt und ich musste ein paar Mal dann... Raus im Regen. Dann wieder raus im Regen. Oh. Und ich muss einfach sagen, das war extrem überwältigend. Ich war jetzt irgendwo in nirgendwo. Ja. Ich war in einer Reichweite, ich meine, im Sahara kann man kein Handy empfangen. Du kannst niemanden anrufen, wenn was passiert. Ich war von Gebirgen umgeben und von Blockfeldern, die kaum zu begehen waren. Es war komplett unmöglich, geradeaus zu gehen. Es ging einfach nicht. Und der Nebel ist so stark aufgezogen. Ich hatte Angst, die Orientierung zu verlieren, ernsthaft. Ja. Da ist keiner, der dich abholt, wenn du die Orientierung verlierst. Ne? Ja, krass. Entweder du kommst mit deiner Karte und deinem Kompass klar oder halt nicht. Ja. Und wenn nicht, dann bleibst halt da. Oh, ja. Am nächsten Tag bin ich aufgewacht und es hat geregnet und es war immer noch nebelig. Krass. Und ich hatte im Endeffekt einen gesamten Tag im Zelt verbracht. Echt? Und ich habe einfach gewartet, dass der Regen weggeht, dass der Nebel weggeht. Und ja, keine Ahnung, ich habe echt Angst gekriegt, muss ich sagen. Ja. Also ich war einfach, es war so ein Gefühl von Verlassenheit und zu wissen, dass ich einfach komplett auf mich allein gestellt bin. Einfach dieses Gefühl von, ja, ich... Ist keiner da. Es ist nichts und niemand da. Es ist ein Gedanke, der mir so oft kam. Es ist nichts und niemand da, der mir hilft. Wenn ich hier nicht alleine rauskomme, dann komme ich hier nicht raus. Ja, ich meine, die Nacht ging es psychisch wirklich schlecht. Und das war für mich auch wirklich ein Wendepunkt im Sahara gewesen, weil ich habe an dem Punkt aufgegeben. Ja, es ja. Ist tatsächlich. Ja. Ich habe während dem Sahara immer Tagebuch geführt. Mhm. Und ja, mir war es einfach echt wichtig, dass ich diese Erfahrung festhalte. Ich habe heute früh darüber nachgedacht, nach Hause zu gehen. Gerade bei den Blockfeldern habe ich wirklich Angst, dass mir was passiert. Ich habe noch nie solche intensiven Überlebensängste gespürt, so wie Sicherheitsängste. Und ich muss in gewisser Weise zugeben, dass ich mich noch nie so hilflos und auch noch nie so auf mich allein gestellt gefühlt habe. Ich werde in den nächsten Stunden eine Entscheidung treffen. Update. Es ist schon 20.17 Uhr und ich bin heute nicht gewandert. Es regnet fast den ganzen Tag. Der Regen macht mich psychisch fertig, mehr als alles andere. Zum einen habe ich Angst, mir etwas zu brechen, dann die Orientierung zu verlieren, was mir schon fast passiert ist. Es ist traurig, dass ich mir eingestehen muss, dass ich so vom Wetter abhängig bin. Es tut mir sehr leid und ich hoffe, dass ich trotzdem noch ein wirklich guter Mensch werden kann. Aber ich denke, dass der Sarek zurzeit zu viel für mich ist. Es ist jetzt abends und ich bin erfolgreich zu meinem Ausgangspunkt zurückgekommen. Ich habe abends den Film Into the Wild geguckt und habe kurz geweint, weil ich aufgegeben habe. Ich habe insgesamt das Gefühl, dass meine Zeit hier extrem bedeutungsvoll ist, geistig unglaublich kostbar. Ich hoffe wirklich, dass es in den nächsten Tagen weitergeht. Ich glaube, dass ich hier noch so viel lernen kann. Ja, also ich war eigentlich entschlossen zu gehen, aber... Aber als ich darüber nachgedacht habe,
ich konnte nicht gehen. Für mich war das einfach wie ein Symbol gewesen. Wenn ich jetzt aufgebe, ich meine, warum bin ich in den Sarek gekommen? Ich bin in den Sarek gekommen, um genau mir selbst zu beweisen und zu lernen, dass wenn Situationen extrem beschissen sind im Leben, dass man nicht sagt, ach, ich gehe jetzt wohin und mach was Netteres. Mhm. Ja. Sondern dass man sagt, es ist mir scheißegal, ich habe mein Ziel und ich mache das jetzt. Ja. Und mir selber einzugestehen, dass ich in einer Situation bin, die mich so überwältigt, dass ich sage, ich hatte mein Ziel, aber ich verwerfe es jetzt, weil die Situation so hart ist. Das war für mich ein Symbol dafür, einfach im Leben aufzugeben. Krass. Und deswegen hatte ich meine, mir ging es nervig so schlecht an dem Tag. Und ich war wirklich, wirklich depressiv gewesen. Und ja, keine Ahnung. Also habe ich mich entschieden, wieder reinzugehen. Ja, krass. Ja, ich bin doch wieder reingegangen und ich habe meinen Proviant kontrolliert und habe gesehen, okay, wenn ich den rationiere, habe ich für über 5 Tage noch Proviant bei mir. Mhm. Und so habe ich Versuch Nummer 2 gestartet und ja, ich habe mich dazu entschieden, eine andere Route zu gehen, das gleiche Ziel, aber im Endeffekt das Gebirge nicht nördlich, sondern südlich umgehen. Und ja, dann bin ich am nächsten Tag wieder rausgegangen. Ja, ich meine, am Tag danach, am Anfang war das Wetter ganz ordentlich, als ich losgegangen bin. Ich bin dann aber nach einer Weile in eine Gegend gekommen, wo ich mitten im Gebirge war. Eigentlich gibt es fast gar keinen Wald im Sarek, das ist nur ganz am Rand. Sobald man den Rand des Sareks mal verlässt, ist der Wald dann vorbei und der kommt auch nicht wieder. Und da ist der Sturm aufgezogen und ich war auf einer komplett freien Fläche und hatte einen riesigen Fluss vor mir, den ich überqueren muss. Im Sarek gibt es keine Brücken. Flüsse überqueren heißt, man muss da durchgehen. Ich hatte Crocs und Neoprensocken und meine Hose hochgezogen und das war die Art und Weise, wie ich Flüsse überquert habe. Hoffentlich finde ich eine Stelle, wo das nicht so gefährlich ist, aber man hört es ja auch und sieht ja, wie steil das ist. Es schon wird interessant werden. Das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich durch einen Fluss gegangen bin, der eine stärkere Strömung hatte, ohne Brücke oder sowas. Mhm. Und typischer Anfängerfehler. Also man muss ein paar Sachen wissen, man Flüsse furtet. Generell soll man immer Flüsse da furten. Also furten heißt durchgehen ohne. Genau, ja. Muss man die da furten, wo der Fluss breit ist, weil das Wasser, die Strömung schwächer ist. Mhm. Und das Wasser in der Regel auch nicht so tief. Dann habe ich gedacht, so auf dem letzten Stück habe ich so ein Stück gesehen. Ja, da ist die Strömung ziemlich stark. Aber das ist wirklich nur so 1-2 Meter. Und ich habe gedacht, ja, es passt schon. Dann gehst halt 1-2 Meter durch die starke Strömung. Aber der Rest passt ja, weißt du, Anfängerfehler halt. Und als ich dann zu diesen 1-2 Meter kam, ich hatte ständig meine Tracking-Stöcke, also ich habe mich immer eingehakt im Boden. Die Strömung war so stark, dass es die Stöcke aus dem Boden rausgerissen hat und mich komplett abgetrieben hat. Ich bin ins Wasser. Komplett Flachlage oder was? Ja, ich meine, man muss sich das so vorstellen, dass deine Stöcke, die werden nach links weggerissen, weil die Strömung von rechts kommt. Meine Beine wurden auch weggerissen und ich wäre eigentlich komplett weggeschwommen worden, habe aber Gott sei Dank schnell reagiert und hatte einen fetten Felsbrocken bei mir. Den habe ich umklammert und mich da rausgezogen. Ansonsten, keine Ahnung, wäre ich wahrscheinlich gegen Felsen ja mal geschmettert worden. Scheiße, dann wäre es ausgegangen. Ja, und ich meine, Alter, ich will nur mal kurz sagen, ich stelle mir gerade noch vor, wenn das passiert wäre, dass du wirklich abgetrieben wärst, ne? Ich hätte wahrscheinlich auch noch nicht mal jemand gefunden. Also im Sinne von, keine Ahnung, deine Leiche noch nicht mal finden. Das ist, also wenn ich so weit gehen kann. Also. Ich persönlich glaube nicht, dass ich gestorben wäre, wenn ich abgetrieben worden wäre. Ich hätte wahrscheinlich meinen Rucksack schnell. Also ich glaube, der Mensch hat Überlebensinstinkte. Ich hätte wahrscheinlich meinen Rucksack abgeworfen und hätte zugesehen, dass ich da alleine rauskomme. Schätze ich jetzt mal. Aber ich meine, es reicht, wenn man sich ein Bein bricht oder sowas. Dann kommt man auch schwer aus so einer Situation wieder raus. Ne? Ja, stimmt. Ja, und vor allem bin ich kletschnass geworden. Und im Sarek hat es nachts teilweise Temperaturen von minus 10 Grad, auch im August. Im August. Im August teilweise auch bis minus 10 Grad. Also das ist einfach verdammt weit im Norden. Ja, ich hatte an dem Tag einen der wenigen Malen, wo ich andere Leute getroffen habe. Da hatte ich kurzzeit einen Vater mit einem Sohn getroffen. Und es war einfach, es ist schwer in Worte zu fassen, aber es geht einem seelisch so viel besser, wenn man weiß, da ist jemand. Auch wenn es eine Person ist, mit der du nichts zu tun hast. Aber einfach das Gefühl, es gibt jemand, der guckt auf dich. Und wenn du umfällst, wenn du zusammenbrichst, dann gibt es jemand, der dir helfen wird. Ja. Und irgendwann haben wir uns dann getrennt, weil wir haben ja eigentlich miteinander nichts zu tun gehabt. Ich habe mich kurz mit denen unterhalten, aber nach einer halben Stunde oder sowas haben wir uns voneinander getrennt. Und
dann war einfach wieder, dann ist wieder diese Angst gekommen. Oh mein Gott. Hast du sofort gespürt, wie sich das Ich ich konnte richtig spüren, wie die Angst in mich kommt. Krass. Und dann war ich auf freiem Feld. Es gab keine Orientierung mehr und der Sturm ist aufgezogen. Ich habe einfach gedacht, scheiße, was mache ich jetzt, weißt du? Aber dieses Gefühl, oh mein Gott. So ausgeliefert zu sein, oder? Es ist einfach so ein ausgeliefertes Gefühl. Und ja. Da merkt man ja dann richtig, ne, dass das... Dass man, also den Wert von Gesellschaft, oder? Von Freunden, Familie oder auch einfach, ja, wie du sagst, Fremde sogar. Ja. Allein schon. Hast du wahrscheinlich nochmal neu kennengelernt, oder? Ich würde gar nicht sagen neu kennengelernt in dem Sinne. Ich würde fast sagen, zum ersten Mal erlebt, um ehrlich zu sein. Also so richtig komplett abseits von Gesellschaft. Ich meine, man geht schon mal in den Wald rein, aber da ist das Wetter nicht harsch und du kannst dann von 20 Minuten wieder aus dem Wald rausgehen. Ja. Ich würde fast sagen, das erste Mal. Also krass, ey. Normalerweise bin ich eigentlich ein Mensch, ich komme recht gut mit mir alleine klar. Ich brauche nicht ständig Leute um mich. Aber das war da nicht anders. Aber man merkt einfach, man hat gewisse Grundbedürfnisse, die man normalerweise gar nicht so wirklich merkt. Man merkt gar nicht, dass einem diese Sicherheit eigentlich so wichtig ist, weil sie selbstverständlich immer da ist. Ja. Wenn man in der Stadt wohnt, wenn man am Land wohnt, man hat immer irgendwie eine geschützte Atmosphäre und hat immer die Möglichkeit... Ein Auffangnetz, ja, und selbst wenn man irgendwo zusammenbricht, dann kommt der nächste Spaziergänger und ruft einen Krankenwagen. Aber wirklich kilometerweit mit über einem Tagesmarsch nirgendwo rausgehen zu können, das ist ein ganz neues Erlebnis. Krass. Und das war intensiv. Also ich muss schon sagen, da habe ich einfach Gefühle kennengelernt, die ich vorher noch gar nicht gekannt habe. Da hatte ich dann auch in der Nacht, das war ein Erlebnis gehabt, wo ich auch einen typischen Anfängerfehler gemacht habe. Ich habe zu hoch im Gebirge geschlafen. Und da ist es halt kälter, als wenn du weiter unten am Fuß schläfst. Und da bin ich in eine Situation reingekommen, wo ich einfach gemerkt habe, es wird kalt in der Nacht. Und meine Kleidung war dann eh schon so ein bisschen nass gewesen, weil ich halt regelmäßig in dem Regen ausgesetzt war. Und ist auch nass vom Fluss, ne? Vom Fluss auch noch nass. Und generell trocknet im Sarek nichts, außer durch Körperwärme. Das ist eine Grundregel, du kannst Kleidung nicht trocknen. Du kannst auch kein Lagerfeuer machen, das geht nicht im Sarek. Regen oder Wind? Ja, es ist alles klatschnass, weil der Sarek ist das niederschlagreichste Gebiet in ganz Schweden. Okay, ja. Also Feuer machen ist nicht, da musst du schon mit Gasfeuer machen oder sowas. Also Kleidung trocknen ist da nicht, ne? Mhm. Da kannst du Kleidung nur dadurch trocknen, dass du sie trägst und dann durch deine Körperwärme. Abartig. Ja, und da habe ich dann nachts teilweise freiwillig nasse Kleidung angezogen, einfach nur damit die am nächsten Tag trocken ist, weil das die einzige Chance war, dich zu trocknen. Mhm. Ja. Wie viel Wechselunterhosen hattest du dabei? Eine. Eine? Okay. Ja, ich meine, das ist eine Gewichtsfrage. Also ich hatte eh schon 25 Kilo Gewicht und ich habe wirklich nur das Nötigste vom Nötigen mitgenommen und du bist trotzdem bei 25 Kilo. Ja, das ist krass. Also ich hatte keine Ahnung. Das war das zweite Mal im Sarek, als ich ernsthaft darüber nachgedacht habe, aufzugeben. Das war eine Nacht gewesen, wo es, ich habe keinen Thermometer bei mir gehabt, aber es war unglaublich kalt gewesen. Und ich hatte schon so ziemlich alles angezogen, was ich so hatte. Und bin nachts irgendwann aufgewacht und es war einfach so kalt gewesen. Also wie gesagt, Temperaturen können teilweise bis minus 10 Grad werden im Sarek. Also es war wirklich kalt. Und ich habe einfach gemerkt, okay, das ist jetzt kein, man kennt dieses, ja, es ist kalt. Und ich ziehe mir was Wärmeres an. Nein, es ist so kalt, dass es nicht mehr unangenehm ist. Ich hatte ernsthaft Sorgen, dass ich krank werde. Und ich wusste einfach, mein Körper ist total überlastet. Und wenn ich nicht irgendwas gegen diese Kälte mache, dann werde ich krank. Und das wäre ein echtes Problem. Im Sarek krank werden ohne Unterstützung. Ich hatte ein bisschen medikamentöse Versorgung bei mir, aber das war minimal. Ne? Und der Proviant geht ja auch aus, also ich wollte auf keinen Fall krank werden. Und ich habe einfach gemerkt, okay, ich muss jetzt handeln. Ich kann nicht weiter schlafen, weil wenn ich weiter schlafe, wache ich krank auf. Und dann weiß ich nicht, was ich dann mache. Ich weiß nicht, wie krank ich werde davon. Und ja, ich meine, im Endeffekt, ich habe einen Tagebucheintrag dazu. Ich glaube, den lese ich einfach mal vor. Okay, mach das. Nachts bin ich irgendwann aufgewacht und ich habe so sehr gefroren, dass ich es nicht mehr ignorieren konnte. Ich hatte Angst, dass ich schwer krank werde, wenn ich jetzt nichts mache. Ich hatte mich daran erinnert, dass ich eine Notfalldecke in meinem Erste-Hilfe-Kasten hatte. Und es wurde tatsächlich ein bisschen wärmer, wirklich nur ein bisschen. Ich habe wieder darüber nachgedacht, doch noch abzubrechen, weil ich die nächsten Nächte nicht erfrieren will. Dann bin ich eingeschlafen und hatte einen sehr, sehr realen Traum. Ich war im Wohnzimmer, in der Küche in Deutschland, mit meiner Mutter, zurück aus dem Sarek. Sie wollte irgendwie eine Erklärung haben und irgendwann habe ich gesagt,
ich kann mich an nichts erinnern. Das Letzte, woran ich mich erinnere, ist, dass ich das Gefühl hatte, nachts im Zelt zu erfrieren. Danach habe ich bis jetzt eine Gedächtnislücke. Die Mutter meinte, dass sie sowas schon vermutet hatte. Ich hatte mich im Traum sehr genau an die Einzelheiten meiner Nicht-Traum-Sarek-Situation erinnert. Ich war wohl teilweise schockiert, dass ich einen Gedächtnisverlust erlitten hatte, andererseits auch mittlerweile froh, wieder zu Hause zu sein. Ja, und dann bin ich aufgewacht. Also das war wirklich ein extrem realer Traum. Und ich war einfach nur angepisst, wieder im Zelt zu sein. Scheiße. Verdammt, ey. Einfach wieder aufgewacht und immer noch am Erfrieren. Und einfach nur gedacht, scheiße. Doch nicht zu Hause, ne? Doch nicht zu Hause. Ja, also. Alter, das ist heftig. Also wahrscheinlich klingt das so, als ob der Sarek einfach nur scheiße war. Und als ich die Geschichte meinen Eltern zum ersten Mal erzählt habe, hat mein Vater gesagt, wow, wenn du das gewusst hättest, dann hättest du das nie gemacht. Und nein, das ist nicht der Punkt. Ich bin genau in den Sarek gegangen, um solche Erfahrungen zu machen. Und ich habe jeder dieser Angstmomente, jeder dieser Gefahrenmomente, da waren auch ganz klar Gefahrenmomente dabei, habe ich komplett bewusst und freiwillig erlebt. Und dieses Mindset ändert die komplette Situation. Ich meine, ein Mensch kann durch diese Situation gehen und sagen, es ist einfach nur scheiße, ich will hier raus. Aber meine Perspektive war anders. Ich hatte mich frei dazu entschieden, durch eine solche Situation zu gehen. Und ich hatte viele Momente gehabt, wo ich gerade nicht das Gefühl hatte, dass ich kurz vorm Sterben bin. Habe ich auch Momente gehabt, wo ich einfach zu mir selber gesagt habe, Mann, das Leben ist gut. Ich bin hier im Sarek, in einer Umgebung, in der, ich weiß nicht, verdammt wenige Leute sind. In einer Situation, die sich verdammt wenige Leute selber überhaupt mal trauen würden. Ich kann die Natur und meine Überlebensinstinkte in einer Reinheit erleben, wie ich sie noch nie erlebt habe. Und ich kann all das aus einer Filterperspektive machen, wo ich einfach merke, wie kostbar das Geistige ist, wie viel ich hier lernen kann. Mhm. Fürs Leben. Fürs Leben, für mich selbst. Aber auch, ich habe so viele auch Glücksmomente gehabt, ja, wenn das Wetter gut war, wenn es mir gerade nicht total scheiße ging, habe ich einfach Glücksmomente gehabt, wo ich einfach gemerkt habe, du kannst hier glücklich sein. Mhm. Weißt du, und das ist für mich auch ein bisschen, ja, ich habe nur ein Zelt, ich habe kein Bett. Mein Essen war nicht optimal. Ich habe Tracking-Nahrung. Da gießt man ein bisschen Wasser drauf. Ich hatte einen Kocher bei mir und das war's. Also es war beim besten Willen kein Luxusessen. Aber trotzdem konnte ich mit der Situation einfach total zufrieden sein. Ich habe das alles nicht gebraucht. Und das ist etwas, was ich in meinem Leben einfach immer wieder merke. Was dir wirklich Glück im Leben bringt, ist nicht das, was du hast, sondern dein innerer Reichtum. Ja. Krass. Ich weiß nicht, ich meine, das ist einfach meine Lebenserfahrung. Ich habe auch 2 Jahre lang bei meiner Cousine gewohnt und habe nur auf einer Matratze geschlafen. Ich habe 2 Jahre kein Bett gehabt und das war mehr oder weniger fast eine Abstellkammer. Das hat mich nie gestört, weil ich einfach für mich erkannt habe, dass was ich wirklich im Leben will, sind nicht diese Luxussachen, es ist was anderes. Und diesen inneren Reichtum zu spüren und das einfach vollkommen diese Situation wertschätzen zu können und vollkommen zu verstehen, wie kostbar das ist und sogar seine eigenen Ängste verstehen zu können und zu verstehen, dass es gut ist, dass ich diese Ängste habe. Ich habe diese Ängste und kann aus diesen Ängsten lernen. Das ist einfach ein unglaubliches Gefühl, das erleben zu können. Einfach eine komplett andere Perspektive zu haben und zu sehen, das Leben ist gut, wie es ist. Und es ist okay, dass wir Herausforderungen haben. Es ist okay, dass wir durch die Scheiße gehen. Es ist okay, dass wir nicht unendlich viel Reichtum haben. Das Leben ist einfach gut, wie es ist und wir sind hier, um daraus zu lernen. Und das waren einfach wirklich kostbare Momente für mich, wo ich einfach sagen muss, ja, der Sarek war nicht nur scheiße. Mhm. Ja, er war oft scheiße, aber selbst die beschissenen Momente habe ich freiwillig erlebt und die Ängste habe ich freiwillig erlebt und hatte immer in meinem Hinterkopf, ich erlebe das aus einem Zweck und ich werde als besserer Mensch hier rausgehen und ich bin hier, um zu lernen und ich freue mich darüber, dass ich hier lernen kann, auch wenn es hart ist und auch wenn es manchmal so hart war, dass ich gedacht habe, ich pack's einfach nicht mehr und drehe jetzt um. Aber letztendlich bin ich weitergegangen, weil ich wusste, ich bin hier, um zu lernen. Mhm. Boah. Ja. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Das ist krass. Also. Ja. Krass. Ja, heftig. Also. Richtig gut. Ja, äußerlich ist. Zum Glück gab es dann nicht mehr viele sehr, sehr schwere Vorfälle. Also, der Sarek war durchgehend schwer natürlich. Immer viel Niederschlag. Aber es gab auch einige Stunden, die einfach nur mehr oder weniger angenehm waren, wo ich auch einfach mal die Natur genießen konnte. Ich habe auch sehr schöne Sachen teilweise gesehen. Also eine schöne Sache, die ich gerne noch teilen möchte, die ich gesehen habe, war, es gab einen wirklich reißenden Fluss, den ich überqueren musste.
Und es war klar, dass es ziemlich gefährlich wäre, den Fluss einfach so zu überqueren. Aber ich hatte ja meinen Wanderführer dabei. Und der Wanderführer hat gesagt, dass wenn ich das Gebirge bergauf gehe, dass irgendwann mal eine Stelle kommt, wo eine Eisscholle von Natur aus wie eine Brücke über den Fluss gewachsen ist. Und da bin ich hingegangen und habe diese Eisscholle gefunden und bin tatsächlich da drüber gegangen und konnte unter mir durchsehen, wie durch den Hohlraum des Eises der reißende Fluss geht und ich konnte einfach drüber gehen. Das sind einfach Sachen, die sieht man normalerweise nicht. Und das sind auch einfach faszinierende Erlebnisse, sowas mal erlebt zu haben. Das dürfte so ziemlich die einzige Hütte sein, in die man reingehen kann im gesamten Sarek. Laut Internet sollte die offen stehen. Ich werde mal schauen. Wenn das der Fall ist, mache ich da gleich Pause drin. Und breche dann auf zum Rückweg aus dem Sarek raus. Also ich habe das Zentrum erreicht, das Notfalltelefon, und habe mich auch gleich wieder auf den Rückweg gemacht. Und am Rückweg ist nach und nach meine Ausrüstung zusammengebrochen. Also ich muss sagen, ich bin halt kein reicher Mensch. Ich musste überall Kompromisse eingehen bei meiner Ausrüstung. Das geht einfach nicht anders, wenn man nicht 3.000 Euro Budget hat. Ja. Mein Budget war bei 1.000 Euro. Da muss man halt hier und da mal Kompromisse eingehen. Und ja, ich meine, die eine Sache sind mal meine Schuhe. Oh mein Gott, die waren sowas von wasserundicht. Also keine Gore-Tex-Anti-Werbung, aber da würde ich andere Schuhe empfehlen auf jeden Fall. Gore-Tex ist dann sicher nicht geeignet für den Sarek. Wie ich dann auf die harte Tour gelernt habe, also ich hatte fast durchgehend nasse Füße. Die andere Sache war mein Zelt. Ja. Irgendwann ist mir der Reißverschluss von außen kaputt gegangen und ich konnte ihn nicht mehr fixen und hatte dann durchgehend mehr oder weniger ein Leck im Zelt und das war eine wirklich scheiß Situation. Hat es dann auch geregnet die meiste Zeit? Ja. Weil es ja Regengebiet ist. Ne? Ja, ich habe dann letztendlich mit einem Hering versucht, das Zelt so festzumachen, dass es den Reißverschluss kompensieren kann, aber ideal war das nicht. Und es war klar, das Zelt war nicht mehr ideal. Und dann sind meine Trekkingstöcke, einer komplett durchgebrochen, der andere stark verbogen. Was ist das passiert? Ja, also wie ich am Anfang erwähnt hatte, geht man oft über Blockfelder. Das hat sich nicht geändert. Ich meine, das Ausmaß war nicht so extrem wie am Anfang, aber es ist trotzdem manchmal stundenlang vorgekommen. Und da bin ich nicht selten abgerutscht. Das passiert einfach. Ja. Und dann bin ich irgendwann abgerutscht und ist mir der Stock zwischen zwei Felsen gegangen, mit meinem Körpergewicht dagegen gelehnt und hat's Knacks gemacht und der Stock war weg. Und das war eigentlich Aluminium, ne? Also, aber ist klar, ne, wenn man da mit so viel Gewicht dann... Das hat er nicht ausgehalten und der andere Stock war so verbogen. Also das war mal ein Problem, ne? Meine Ausrüstung ist kaputt gegangen und die wirklich schwerste Situation im ganzen Sarek waren eigentlich die letzten zwei Tage. Da hat es wirklich schon 72 Stunden durchgehend geregnet und gestürmt. Also es war wirklich extrem. Und am Abend habe ich habe stundenlang darauf geachtet, okay, wo kann ich einen Platz finden, wo ich ein Zelt aufbauen kann und das Gefühl habe, wenn ich das Zelt aufbaue, bleibt stehen. Ja. Ich habe so einen Platz nicht gefunden und ich habe auch darauf gewartet, dass der Regen aufhört. Weil wenn du ein Zelt im Regen aufbaust, ist das Zelt von innen nass. Ja. Das lässt sich einfach nicht vermeiden. Und ich habe halt gehofft, irgendwann muss es da mal eine Stunde geben, wo es aufhört zu regnen, damit ich endlich mein Zelt aufbauen kann. Aber gegen, ich weiß nicht mehr, 17, 18 Uhr hat es immer noch geregnet. Und habe ich halt gesagt, okay, langsam, glaube ich, sollte ich trotz Regen und Sturm mein Zelt aufbauen, weil es kommt einfach nichts mehr. Und dann ist sogar Eisregen gekommen. Es hat dann... Ja, ich weiß nicht mal, ob man das als Hagel bezeichnen kann, aber es waren wirklich Eisstücke, die durch die Luft geflogen sind, weil es so kalt geworden ist. Ich habe dann ich habe Handschuhe angehabt, ich habe mein Gesicht so stark es geht halt verdeckt, weil ich hatte eine Sonnenbrille angehabt, die halt dafür gesorgt hat, dass mir kein Eis in die Augen fliegt und musste dann unter den Umständen mein Zelt aufbauen und ich hatte keine Wahl und ärgerlicherweise, wie gesagt, es gibt keine Bäume im Sarek, außer ganz am Anfang und ich war nicht am Anfang des Sareks. Ich musste mein Zelt unter den Umständen aufbauen. Und ich hatte leider nicht mal Windschutz, weil du hast keine Bäume oder einen Wald, da war einfach nichts. Und ich habe stundenlang gesucht, da gab es nichts. Also habe ich mein Zelt im Sturm aufgebaut. Und das war sicher die beschissenste Nacht meines Lebens, würde ich sagen. Also die erste Nacht war vergleichsweise noch harmlos. Die Erfrierungsnacht. Die war vergleichsweise noch harmlos, ja. Da ist mir, ich weiß nicht, wie oft mir das Zelt eingestürzt ist. Am Anfang habe ich gedacht, okay, ich mache die Heringe mal wieder rein, weil der Sturm hat die Heringe mal rausgerissen. Und irgendwann habe ich gemerkt, okay, das kann ich jetzt die ganze Nacht machen oder ich höre einfach auf damit und akzeptiere, dass das Zelt einstürzt und hoffe, dass es mich trotzdem noch vor dem Regen schützt. Und ich habe mich für das Letztere entschieden. Ja, also ich habe gedacht, okay,
Es bringt nichts, ich möchte irgendwie schlafen. Und ich wusste, dass ich die Chance habe, am nächsten Tag aus dem Sarek rauszukommen. Mhm. Ja, also von der Distanz her wäre sich das ausgegangen. Vom Proviant her auch. Vom Proviant her wäre sich das auch noch alles ausgegangen. Aber der Bus, der mich wieder zur Zivilisation zurückfährt, kommt genau einmal alle 24 Stunden. Und okay, ich hätte zum fixen Zeitpunkt um 15 Uhr aus dem Sarek raus sein müssen am nächsten Tag. Und ich hatte eigentlich zu viel Strecke vor mir, um das zu schaffen. Mhm. Aber ich habe mir gedacht, okay, ich werde extrem früh losgehen, weil ich will um keinen Preis riskieren, dass ich mit dem kaputten Zelt noch eine Nacht im Sarek bleibe. Ja. Und ich wäre am liebsten die Nacht durchgegangen, aber es ist zu gefährlich, in der Dunkelheit zu gehen. Mhm. Du hast einfach zu viele Hindernisse. Das geht einfach nicht. Ja. Also habe ich mich ins Zelt gelegt und es ist eingestürzt. Und ich hatte so extrem Angst, dass Wasser reinkommt, weil das Zelt eingestürzt war. Mhm. Und ich habe mich mit allem eingewickelt, was ich irgendwie bei mir hatte. Mhm. Und ich hatte einfach nur Angst, dass ich diese Nacht erfrieren werde, weil ich war nass. Ich war wirklich nass und die Grade waren weit unter Null. Ja. Und es hat gestürmt und gehagelt oder wie man das auch nennen soll und Eisregen wie sonst was. Und es ist nicht besser geworden. Ja, ich bin gegen 4 Uhr morgens bin ich aufgestanden. Mhm. Und ich habe es überlebt und ich muss ganz ehrlich sagen, also ich habe, wenn man kein gutes Immunsystem hat, würde ich sowas nicht machen, weil mein Immunsystem muss enorm stark sein. Ich habe so viele Situationen gehabt, wo wahrscheinlich die meisten Menschen mit sehr hohem Fieber krank geworden wären, aber ich bin nie krank geworden, nicht so richtig. Offensichtlich habe ich ein starkes Immunsystem, mein Glück, sollte man haben, wenn man sowas macht, weil die Belastungen sind hart und man muss bei Minusgraden mit nasser Kleidung schlafen können, ohne krank zu werden, teilweise. Und naja, ich habe das Zelt dann abgebaut und ja, der Sturm ist noch stärker geworden am nächsten Tag und ich hatte eigentlich eine Schutzplane für meinen Rucksack gehabt und die war wirklich wichtig gewesen, weil wenn dein Rucksack nass wird, wird alles, was drin ist, auch nass. Deine gesamte Kleidung, alles, was du hast, wird nass und das ist ein Problem, weil im Sarek trocknet ja nichts. Ja. Und da war für mich halt auch so eine Entscheidung, okay, gehe ich jetzt wirklich weiter, weil wenn ich weitergehe, muss ich ohne Plane weitergehen. Oder versuche ich doch noch wieder das Zelt aufzubauen und zu warten, dass irgendwann mal das Wetter besser wird. Aber das ist seit Ewigkeit nicht besser geworden. Wie lange hat es dann schon geregnet? Ja, über 3 Tage durchgehend. Oh, krass, ja. Alter. Niederschlagreichstes Gebiet, ne? Ja. Also das war es wirklich. Mhm. Naja, ich habe mich letztendlich entschieden, ich setze alles auf die Karte, dass ich da rauskomme an dem Tag. Und ja, das habe ich dann auch gemacht. Dann musste ich noch mal einen Fluss queren. Mittlerweile wegen des starken Regens sind die angeschwollen, die sind breiter geworden als am Hinweg. Ja, kurze Frage. Ich kann mir nur vorstellen, wie schwer das jetzt für dich war, die Entscheidung zu treffen, weil es gab ja für beide keine Garantie, dass es funktioniert, ne? Also ob du jetzt die Nacht noch wartest, dass das Wetter besser wird, so wie jetzt los und dann riskieren, dass alles nass im Rucksack wird. Ja, ich muss sagen, die Entscheidung war eine Mischung aus einer rationalen und einer emotionalen Entscheidung. Okay. Und ich würde sagen, also ich versuche immer rational, es ist extrem wichtig, dass man rationale Entscheidungen trifft im Sarek, da darf man nicht emotional reagieren. Aber ich hab gedacht, ich kann es schaffen. Und ich habe gedacht, wenn ich im Sarek bleibe, kann das wirklich, ich weiß nicht, es kann, wenn das Wetter so schlecht bleibt und ich finde keinen Platz, um mein Zelt aufzubauen, dann habe ich sowieso keine Chance, mich auszuruhen. Ich hatte dann einen Platz gefunden, wo es vielleicht ein bisschen besser gewesen wäre. Aber was überwiegt hat in mir, war einfach, ich will da jetzt raus. Ich muss da jetzt raus und es wird einfach zu viel. Und ganz besonders, ein sehr wichtiger Faktor ist, dass meine Ausrüstung stark beschädigt war. Und das macht das Ganze noch viel gefährlicher, wenn die Ausrüstung nicht einwandfrei funktioniert. Und deswegen war es dann das. Aber ich habe eine ganze Weile darüber nachgedacht. Also eine ganz leichte Entscheidung war es nicht. Da hast du vollkommen recht. Aber letztendlich, denke ich, war es die richtige Entscheidung. Du bist ja heute hier zum Glück. Das ja, ich bin ja hier und bin ja auch, hab mir nichts gebrochen und sonst was. Ich bin ja auch ganz munter, würde ich sagen. Kleiner Spoiler jetzt. Spoiler, sorry. Ja, ich hab's überlebt, Leute, sorry. ja, aber ich meine, an dem Tag gab es die größten Herausforderungen. Würdest du das sagen, dass es einer der schwersten Momente in deinem Leben war? Schwersten Entscheidungen oder herausforderndsten Bedingungen, Entscheidungen? Also schwerste Entscheidungen, nein. Ich hatte wirklich nicht viel zu entscheiden. Es war einfach, ich muss raus. Viel mehr Entscheidungen gab es nicht, ich muss hier raus. Also von der Entscheidungsseite ganz klar, ich muss hier irgendwie rauskommen und muss den Bus kriegen. Schwerster Moment auf jeden Fall. Ja. Also von äußeren Umständen, aber auch von inneren Umständen
Also was ich psychisch, naja, ich meine, die wirklich harten Sachen erzähle ich jetzt gleich noch. Okay. Und wie es mir dabei gegangen ist, also ich meine, Fluss queren. Genau, ich musste nochmal einen starken Fluss queren. Diesmal habe ich mir wirklich viel Zeit gegeben, weil ich wollte auf keinen Fall nochmal ins Wasser fallen. War der dritte Fluss, oder? Nee, ich meine, die meisten habe ich übersprungen. Ich habe über 20 gequert, aber okay. Ich habe viele gequert. Aber letzter wirklich großer Fluss, den ich queren musste. Und habe eine Stunde mit Hilfe des Wanderführers gesucht, wo ist die ungefährlichste Quelle, wo ich den Fluss Stelle, wo ich den Fluss überqueren kann. Und habe eine gefunden. Und selbst diese Stelle war noch gefährlich, aber bei dem Wetter war jede Stelle gefährlich. Es war einfach das kleinste Übel, wenn man so möchte. Es war nicht gut, aber es war das kleinste Übel, das ich innerhalb von einer Stunde finden konnte. Und ich bin da durchgegangen und am Ende reißt es mir natürlich wieder alles weg. Und ich bin abgetrieben und bin effektiv mit meinem ganzen Gepäck geschwommen auf die andere Seite. Ich bin geschwommen und wurde dabei abgetrieben. Und habe Glück gehabt, dass ich schnell genug geschwommen bin, dass ich nirgendwo gegengeknallt bin. Was hast du denn gedacht und gefühlt in dem Moment? Das ist natürlich erstmal scheiße. In dem Moment denkt man nicht, man handelt komplett instinktiv. Okay. Also, das ist ich bin mir sicher, wenn man meditieren würde, würde man nicht so eine Klarheit kriegen, wie man eine Gedankenlosigkeit kriegen, wie in einem solchen Moment. In einem solchen Moment handelst du einfach nur noch. Du denkst nicht, du handelst. Mhm. Und es war einfach nur noch eine pure Handlung. Ich schwimme jetzt auf die andere Seite und habe mich da rausgezogen. Ja. Allerdings war das erst der Anfang, weil die Konsequenzen waren, dass ich bei gleichem Wetter genauso beschissen wie vorher jetzt klatschnass war von oben bis unten. Und ich hatte ja auch die ganze Nacht nicht geschlafen und übrigens auch nichts gegessen. Weil kein Proviant mehr oder keine Zeit wegen Feuer? Ich hatte wirklich keinen Platz mehr, wo ich Feuer machen konnte. Also draußen hat es gestürmt wie sonst was, da kannst du eh kein Feuer machen. Mhm. Und mein Zelt ist ständig eingestürzt. Ja. Ich hatte keinen wirklichen Platz, wo ich noch Feuer machen konnte und wirklich mit warmes Essen machen konnte. Also ohne Essen, ohne Schlaf, kletschnass bei eisiger Kälte im Sturm, im Sarek, auf offener Fläche. Das war so meine Situation. Und da bin ich einfach an den Punkt gekommen, wo Willensstärke nicht mehr gereicht, um weiterzugehen. Und ich bin einfach immer wieder eingeknickt. Ich bin alle 3, 4, 5 Schritte bin ich hingefallen, weil mein Körper es einfach nicht mehr ausgehalten hat, diese Last. Das war keine Frage der Willensstärke mehr. Das ist einfach, mein Körper hat angefangen zu versagen, weil die Bedingungen zu hart waren. Mhm. Und vor allen Dingen habe ich auch Lungenbeschwerden gekriegt. Also ich konnte nicht mehr normal atmen, weil mein Körper die Kälte nicht ausgehalten hat und die Nässe. Ich musste alle paar Meter Pause machen. Konnte spüren, wie es meiner Lunge schlecht ging und habe extrem geschwächelt. Ich hatte Angst, jetzt Fieber oder Lungenentzündung zu kriegen. Mein Körper konnte die Umstände nicht aushalten. Kein Schlaf, kein Essen, kletschnass und eisiger Sturm. Sowie viel zu hohes Gewicht. Ich hatte keine Wahl. Ich bin hinter dem nächsten großen Felsbrocken gegangen, um etwas Windstille zu haben und habe Pause gemacht, obwohl ich dadurch noch mehr gefroren habe und Angst hatte, nicht mehr wegzukommen. Es gab niemanden, der mir hier helfen würde, wenn ich jetzt ernsthaft krank werde. Ja, das war eine extrem schwere Situation, weil ich wusste genau, ich habe die Deadline, ich muss zu dem Bus kommen. Aber ich konnte nicht mehr weitergehen. Es ging einfach nicht mehr. Ich habe es versucht, es ging nicht mehr. Ich bin ständig hingefallen, weil mein Körper es nicht mehr ausgehalten hat. Und ich musste gegen meinen Willen mehr oder weniger eine Pause machen. Und es war eine furchtbare Situation, weil dadurch, dass ich Pause gemacht habe, ging es mir noch schlechter, weil ich im Stillstand bei extremer Kälte, kletschnass, immer weiter runtergekühlt bin. Und mir war ganz klar, wenn ich jetzt zu lange hier liegen bleibe, dann komme ich nicht mehr weg. Mein Körper wurde immer weiter runtergekühlt und ich habe das nicht ausgehalten. Was hast du dann gemacht? Ja, ich meine, was man halt so macht. Ich habe darüber nachgedacht, was ich machen kann. Und habe einfach versucht, meine letzten Reserven irgendwie zu mobilisieren und mir äußere Hilfe zu verschaffen. Was habe ich gemacht? Ich hatte ein Medikament bei mir, Ibuprofen. Das ist sowohl ein Schmerzmittel als auch fiebersenkend. Ich war mir sicher, dass ich kurz davor war, hohes Fieber zu kriegen. Und habe mir eine recht hohe Dosis reingehauen, also über der normalen Dosis, über der empfohlenen Dosis. 1,2 Gramm, das ist ja, grenzwertig. Echt? Okay. Aber hab heißes Wasser gekocht, einige Schokoriegel gegessen, einfach weil die viel Kalorien haben. Und hab gehofft, okay, dass ich mich jetzt nochmal aufwärmen kann und dass die Medikamente mir helfen, jetzt nicht krank zu werden. Und ich lag dann noch ungefähr eine halbe Stunde da und konnte so gut wie gar nichts machen. Und nach einer halben Stunde habe ich dann gemerkt, okay, langsam setzt wieder Kraft in meinem Körper ein. Und damit habe ich gar nicht gerechnet. Eigentlich habe ich damit gerechnet, dass ich jetzt, dass es länger brauchen würde. Ich war überrascht, dass ich nach einer halben Stunde wieder gemerkt habe, die Kraft
die Kraft kommt wieder in meinen Körper zurück. Wie viele Stunden hattest du, bis der Bus kam? Wusstest du das zu dem Zeitpunkt ungefähr? Ja, das waren vielleicht 3 Stunden, aber der Punkt war, ich musste noch durch den Wald gehen und die Orientierung ist so schwer, dass es unmöglich ist zu schätzen, wie schnell man da durchkommt. Das kann 1 Stunde brauchen, das kann 5 Stunden brauchen. Du hast keine Wanderpfade, du kannst noch nicht gerade gehen, weil der Wald wirklich zu dicht ist und zu viele Hindernisse hat. Ja. Und das war die Situation gewesen. Und das war ganz klar der eine Punkt in meinem Leben, wo ich wirklich geglaubt habe, jetzt könnte es vorbei sein. Und das war sicherlich irrational. Wenn mein Fieber nicht runtergegangen wäre und ich wäre da liegen geblieben, dann würde ich da jetzt noch liegen. Mhm. Ja, und das war auch, also emotional, ein extremer Moment. Aber trotzdem habe ich nicht vergessen in diesem Moment, warum ich eigentlich da bin. Und ich wusste, ich muss da rauskommen. Ich muss da rauskommen. Und das, was ich in meinem Leben gelernt habe und das Potenzial, das ich habe, ich muss es erfüllen. Ich muss da rauskommen. Und ja, ich meine, ich muss sagen, ich weiß nicht, wahrscheinlich viele Menschen, die mal in so einer Situation waren, wissen, dass man in so einer Situation zum gewissen Grad den Impuls hat, einfach liegen zu bleiben. Es wäre mit so viel weniger Anstrengung verbunden, einfach liegen zu bleiben, aber das kann man einfach nicht. Es geht einfach nicht. Man muss da rauskommen, man muss sich zusammenreiben, man muss leben. Und darum geht es einfach, man muss leben. Ja, vorgespult. Medikamente haben gewirkt. Ich habe überraschend viel Energie wieder gekriegt. Damit hatte ich gar nicht gerechnet. Also ich weiß nicht, ob man das Glück nennen soll oder gute Medikamente oder wie auch immer. Und ja, die letzte kleine Situation, die ich noch erzählen kann, ich war dann bei der Bushaltestelle. Ich war überraschenderweise sogar fast eine Stunde, glaube ich, so vorher da. Aber es war halt extrem schwer zu schätzen alles. Ne? Ja. Und ich hatte ja eigentlich damit gerechnet, dass ich da sowieso den Bus verpassen würde, weil ich gedacht habe, ich brauche länger, um mich zu erholen. Mhm. Und um 15 Uhr ist der Bus nicht gekommen. Der ist nicht gekommen? Nein, er war nicht da um 15 Uhr. Um 15.10 Uhr war er immer noch nicht da. Um 15.20 Uhr war er immer noch nicht da. Und ich habe schon gedacht, scheiße, das kann doch nicht sein, dass ich jetzt wegen so einem scheiß Bus nicht hier rauskomme. Um 15.30 Uhr ist der Bus gekommen. Die gute und, alte Verspätung. Bus, und es ist so, also es ist keine richtige Haltestelle in dem Sinne. Also wenn da niemand steht, hält der Bus nicht. Das ist keine reguläre Haltestelle. Mhm. Ich bin vor den Bus gesprungen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich bin auf die Straße gesprungen und habe so gemacht, er hätte mich überfahren müssen. Ja. Er konnte dich nicht übersehen. Naja, es war unmöglich. Krass, also. Er kann ja auch nachvollziehen. Mit ja, so klar. Einer ja. Tour. Und dann war ich im Bus und dann war die Welt wieder heil. Heftig. Ja, wow, Alter. Diese Lektionen, die du jetzt daraus gezogen hast, inwiefern sind die präsent in deinem aktuellen Leben, in deinem Mindset, in deiner Einstellung und in deinem Alltag? Und das ist eine sehr gute Frage. Also eine Sache ist, das Mindset hat mich ja überhaupt zum Sarek gebracht. Also das Mindset ist mir geblieben, erstmal zu dem Grad. Was ich als Bereicherung im Sarek sehe, ist, also tatsächlich denke ich noch öfters über den Sarek nach, also es kommt nicht so selten vor. Und ich erinnere mich einfach dran und hin und wieder, ich habe ja mein Tagebuch, gucke ich auch rein und lese in meinem Tagebuch. Und ich erinnere mich einfach dran, dass ich es wirklich gemacht habe und es wirklich geschafft habe. Und ich erinnere mich einfach dran, wenn ich manchmal in meinem Leben doch darüber nachdenke, okay, vielleicht gehe ich jetzt den einfachen Weg, denke ich mir, nein. Dieser Mensch wird nicht versagen. Dieser Mensch ist durch die Hölle gegangen und wird nicht versagen. Und dieses Gefühl, sich einfach selber sagen zu können, man ist dann durchgegangen und man wird nicht versagen. Man hat damals nicht versagt und wird heute nicht versagen. Dieses Gefühl, das bleibt. Und es macht einen riesigen Unterschied, ob das einfach nur ein Gefühl ist oder ob man Erinnerungen hat und ob man ein Erlebnis hat, in dem man sich bewiesen hat, dass man da durchgeht. Ja, und das bleibt mir bis heute einfach ein, ich würde sagen, ein gehobenes Vertrauen in mich selbst, dass wenn das Leben mal scheiße wird, dass ich nicht den einfachen Weg gehen werde, sondern den Weg, der mich zum Ziel bringt. Und ich denke, dieses gehobene Selbstvertrauen ist wahrscheinlich das Stärkste, das, was mir am meisten geblieben ist. Und ansonsten natürlich eine nette Geschichte. Sehr nette Geschichte. Ja.
Hauke, hast du noch irgendwas, was du den Zuschauern sagen willst? Irgendwie so zusammenfassend ein paar Worte von dir? Ja, vielleicht ein bisschen zu meiner Lebensmentalität und Lebensphilosophie. Ja, also eine Sache, die mir wirklich wichtig ist und die ich für mich wirklich gelernt habe im Leben, ist, wie man seine Sicht auf Herausforderungen und Missstände hat. Also im Leben haben wir verständlich Sachen, die unangenehm sind, sei es unsere Wohnsituation, sei es irgendwelche Sachen, die in unserer Beziehung nicht ganz so funktionieren. Und irgendwie ist das Leben so ein bisschen unpraktisch. Man ist ständig so ein bisschen, manchmal so ein bisschen krank und sowas. Und wir haben ständig diese kleinen Sachen, wo wir einfach glauben, ja, wenn das jetzt anders wäre, dann wären wir glücklicher. Oder wenn meine Noten jetzt ein bisschen besser wären, wenn jetzt die Arbeit ein bisschen besser wäre, dann wären wir glücklicher. Und ich finde einfach die Sichtweise, man kann eine fruchtbarere Sichtweise haben in dem Sinne, dass ich finde, das Universum ist gut, so wie es ist. Es ist gut, dass es so herausfordernd ist. Und wenn man versteht, dass man das nutzen kann zum eigenen Vorteil, um seinen Charakter zu entwickeln, sind viele Herausforderungen auf einmal nicht mehr schlecht, die man vorher als unangenehm empfunden hat. Also ich denke mir beispielsweise, ja, es ist schon recht lästig beispielsweise, dass man Geschirr abwaschen muss oder sowas. Aber meine Mentalität ist halt, ja, es ist schon lästig, dass man Geschirr abwaschen muss. Aber wie würde ich beispielsweise, ich bin verlobt, ja, wie kann ich meiner Verlobten zeigen, dass ich sie liebe? Indem ich halt Sachen mache, die für mich so ein bisschen unangenehm sind, wo ich was machen müsste. Stell dir vor, ich könnte einfach schnippen und es wäre erledigt. Das wünscht man sich ja oft. Aber wo wäre da die Chance, sich charakterlich zu entwickeln? Wo wäre da die Chance, Liebe zu entwickeln? Zur Liebe gehören halt solche Sachen dazu, wie dass man sich ein bisschen aufopfert. Ja, dass man nicht einfach nur schnippen kann und man hat ein tolles Geschenk für seinen Partner, Schrägstrich Partnerin, wie auch immer. Ohne Aufwand. Ohne Aufwand. Ohne Aufwand, richtig. Und diesen Aufwand und diesen anstrengenden Prozess, den braucht man einfach, um charakterlich zu wachsen. Und ich finde, das ist generell etwas, was in unserer Gesellschaft meiner Meinung nach ja viel zu wenig unterstrichen wird. Es geht einfach nicht nur darum, wie schlau ist man, wie gebildet man ist, sondern was ist man für ein Mensch? Was für einen Charakter hat man? Und ich finde wirklich, ob man wahnsinnig viel Erfolg hat im Leben oder nicht, hängt nun zu einem gewissen Grad mit deiner Intelligenz und deiner Bildung zusammen. Sicher ist das auch ein wichtiger Faktor. Aber was für ein Mensch bist du? Wie stark bist du? Wie stark sind deine Ideale? Wie stark ist dein Ziel? Glaubst du an etwas? Oder willst du einfach nur ein angenehmes Leben hast? Ich glaube, um Größe zu erreichen, muss man etwas glauben. Und man braucht ein klares Ziel. Und da muss man bereit sein, der Mensch zu werden, der dieses Ziel erreichen kann. Und Charakter ist einfach so wichtig. Und die Welt einfach als und das Leben einfach als eine Möglichkeit zu sehen, aus all diesen lästigen Sachen etwas zu lernen. Und zu sehen, dass wir dadurch wachsen können, wenn wir die Sicht richtig ändern. Tja. Wow. Ziemlich gute Zusammenfassung. Was würdest du sagen zu jemandem, der denkt oder sich damit nicht abgeben will, dass die Welt so wie sie ist, dass du, wie du gesagt hast, du musst gewisse Hindernisse übergehen, du musst Aufwand betreiben, damit du als Mensch wachsen kannst und damit du quasi sowas wie Liebe deiner Partnerin oder deinem Partner oder Mitmenschen mitteilen kannst? Also was ich halt in meinem Leben immer wieder beobachtet habe, ist, dass es Menschen aus armen Familien irgendwie besser geht. Also mir ist halt oft aufgefallen, man kann beispielsweise bei Kindern, sieht man das recht gut, dass man die leicht verziehen kann. Wenn man Kindern einfach immer genau das gibt, was sie haben wollen, ständig die Schokolade, die sie haben wollen, ständig das Spielzeug, das sie haben wollen, ist es oft für solche Kinder nachher sehr schwer, selbstständig im Leben zu sein. Und ja, genau das, einfach diese Selbstständigkeit und in der Lage sein, klarzukommen im Leben, ist oft schwer. Und oft sind die dann, man kann auch charakterlich dann leicht verzogen werden und wird zu keinem sehr angenehmen Menschen unbedingt, der sehr viel Rücksicht auf andere nimmt und so weiter. Und ich glaube, das ist ein schönes Beispiel. Ein armes Umfeld ist sicher, bringt wahrscheinlich angenehmere Menschen hervor als ein Umfeld, wo du einfach immer nur genau das kriegst, was du willst. Also wir haben halt alle Sachen, bei denen wir glauben, dass wenn wir sie haben, glücklich zu sein. Jeder Mensch hat so seine Sachen. Wenn er glaubt, wenn ich das habe, bin ich glücklicher. Und das können ganz unterschiedliche Sachen sein. Und ich glaube, jeder Mensch hat auch eine gewisse Habgier, wenn man es so nennen möchte. Man möchte mehr äußere Sachen haben. Man möchte ein höheres Gehalt haben, man möchte eine größere Wohnung haben. Ich weiß nicht, du kannst zahllose Beispiele aufzählen, aber ich denke, du weißt, was ich meine. Ich weiß genau, was du meinst, ja. Und ich glaube, diese Gier wird niemals befriedigt sein. Und das sieht man einfach daran, dass es Menschen gibt, die Milliardäre sind, die immer noch mehr Geld haben wollen.
Und es gibt Menschen, die scheinbar alles haben, die immer noch unzufrieden sind und immer noch mehr haben wollen. Und diesen Weg kann man gehen und viele Menschen gehen ihn. Einfach den Weg nach mehr äußerem Reichtum. Aber dieses Verlangen nimmt kein Ende. Ich glaube, dass es eine Sackgasse ist. Du kannst so weit in diese Richtung gehen, wie du willst. Du kannst Millionär werden, dann willst du 2 Millionen haben. Du kannst 2 Millionen haben, dann willst du 3 Millionen haben. Es nimmt kein Ende. Und deswegen glaube ich, dass es einfach nicht der beste Weg ist. Es ist besser, meiner Meinung nach, dass man erkennt, dass man das Glück an anderen Stellen suchen sollte. Und dass solche äußeren Sachen eigentlich nur dazu dienen, dich am Leben zu erhalten, dass du halbwegs gut leben kannst. Aber darum geht es nicht im Leben. Es ist ein Teil des Lebens, aber darum geht es nicht im Leben. Und ich habe für mich einfach gelernt, dass ich glücklicher bin, wenn ich nach anderen Sachen strebe. Mhm. Ja, und die anderen Sachen, die nicht materiell sind, kann mir auch keiner wegnehmen. Und die habe ich immer da. Ach so, ja. Wenn du jetzt nichts noch sagen möchtest, von deiner Seite aus, dann würde ich sagen, ist das das Ende erstmal von unserem geilen Podcast. Alles klar. Ja? Ich glaube, wir sind am Ende, Mann. Danke, Mann. Ja, freut mich, dass du mir zugehört hast. Ja, kein Problem, Alter. Danke, dass du die Zeit gefunden hast und... Klar, gerne. Dass wir so eine Sensation hier haben durften. Kein Hauke-Hauke-Spezial. Okay, Leute, danke fürs Zuschauen. Wenn euch das gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Das ist gut für... Nochmal. Ja, nochmal. Passt schon. Leute, wenn euch die Folge gefallen hat, die dritte Folge... Okay. Das gibt's doch nicht. Okay, einfach machen. Okay, Leute, wenn euch das gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen hoch. Lasst Kommentare da, gebt uns Ideen zu Themen, die euch interessieren für nächste Podcast-Episoden. Oder vielleicht wollt ihr selber mal dabei sein, schreibt uns eine Nachricht oder einen Kommentar auf Social Media bei Instagram. Da könnt ihr uns auch gerne folgen. Und ja, wir würden uns über ein Abo genauso freuen. Der Hauke besonders, der würde das sehr feiern. Ja. Und danke und bis zum nächsten Mal, Leute.